Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, heute kommt quasi das einstündige Diamond East Video, wo wir quasi hier, ja, zusammen einfach mal Gold farmen werden, eine Stunde lang. Wir werden 4 Runs machen heute und quasi mal gucken, wie viel Gold wir hier wirklich in einer Stunde machen können. Genau, so ein paar Infos einfach noch an die Leute, die das letzte Video nicht gesehen haben. Da habe ich quasi diese Goldfarm-Methode hier vorgestellt. Verlinke ich hier nochmal, könnt ihr nochmal abchecken. Da haben wir quasi nur einen Run gemacht und da konnte ich euch dementsprechend nicht jede Truhe zeigen, nicht jede Spawn-Location von irgendwelchen Kräutern. Und deswegen machen wir quasi dieses längere Video hier. Und das soll jetzt auch öfter mal kommen, dass wir uns einfach wirklich eine Stunde mal hinsetzen und uns einfach mal ganz entspannt den Farm-Spot anschauen. Genau, mit welchem Gear gehe ich in die ganze Geschichte rein? Ich habe das ein oder andere Epic natürlich schon, aber wie gesagt, auch mit gutem blauen Gear ist die ganze Sache auf jeden Fall gut schaffbar. Und ja, vielleicht die beiden der Rennschwerter und das eine oder andere blaue Gear, dann ist es auf jeden Fall alles gut schaffbar, denke ich. Jetzt gehen wir aber mal in die Ini rein. Das ist meine Skillung hier für die heutige Farm-Session hier in Diamoy. Wie in dem anderen Video bereits erklärt, finde ich, ist relativ genial eigentlich so, die Skillung. Habe ich jetzt auch bei keinem anderen so gesehen. Und auch nochmal der Hinweis an der Stelle hier. Frostadamus hat die ganze Geschichte auf Englisch schon gemacht, das weiß ich auch. Aber mir macht es einfach mega Bock, hier Gold zu farmen gerade. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach interessant, nochmal auf Deutsch zu machen. Und auch, ich denke, nicht jeder hat auch Bock, sich das auf Englisch anzuhören. Deswegen machen wir hier heute quasi die deutsche Variante von dem Run hier. Genau, ich bin hier quasi in Meucheln drin. Ganz normal einfach ein paar Punkte rein für mehr Damage und interessant wird es dann eher hier im Combat-Baum. Da gehen wir nämlich bis Riposte runter und die Fähigkeit ist sehr, sehr stark gegen die Elite-Gegner hier in der Ini. Das hilft euch da wirklich, die down zu bekommen, deswegen haben wir die. Und im Sability-Baum sind wir ganz normal bis Vorbereitung runtergegangen. Haben aber hier den geisterhaften Stoß mitgenommen, den ich einfach sehr stark finde. So eine kleine Mini-Evasion mehr oder weniger. Und aus dem Grund, ja, finde ich diesen Spec eigentlich perfekt für die ganze Geschichte. Und das ist auch so ein neues Feature, was ich mir ausgedacht habe. Und genau, das solltet ihr vielleicht überlegen, wenn ihr eh PvP speckt, quasi unter der Woche, wenn ihr nicht raidet, dann würde ich euch diesen Spec hier empfehlen. Kann man mit jedem ja, Schwert oder Faustwaffe oder Hammer, wie auch immer, in der Mainhand machen. Langsame Mainhand, schnelle Offhand. Und die Hauptattacke ist quasi der finstere Stoß. Genau. Gut, so, dann würde ich sagen, starten wir mal hier den Run und gehen rein. So, eine Stunde, Leute, 4 Runs, ich bin gespannt. Natürlich am Anfang wichtig, Kräuterkunde anmachen, damit ihr die Kräuter auch finden könnt. Verkrüppelndes Gift auf die Mainhand. Ihr müsst eigentlich nicht kiten, aber die Möglichkeit zu haben, ist angenehm. Und fortwirkendes Gift auf die Offhand. Und dann gehen wir quasi verstohlen hier direkt rein. So, an der Stelle sei direkt gesagt, oh, jetzt habe ich hier direkt schon einen gepoppt, lol, so. Hier ein bisschen aufpassen, hier am besten zwischen den beiden Wucherborg-Dingern hier hindurchgehen und dann haben wir hier links auch schon den ersten Ghost Mushroom, der wird uns hier angezeigt und der ist da oben. Hier unten kann auch manchmal einer sein. Der ist allerdings gerade nicht da. Wir müssen aber quasi den hier trotzdem killen, damit wir nach oben kommen. Und die sehen euch auch in Verschollenheit von relativ weit weg. Deswegen, wenn ihr an die rangeht, mache ich auch mal direkt ausweichen an hier, so. Wenn ihr an die rangeht, immer einfach finsterer, fieser Trick, quasi spammen, dann stunt ihr die, bevor die euch aus der Verschollenheit herausholen können. Ich glaube, ich mache die Soundeffekte noch ein bisschen leiser. Oder? Oh, Soundeffekte hier, ein bisschen leiser. So. Auch sehr schön, die Gnomenfähigkeit kann immer dieses blöde Gift von denen wegmachen. Also wenn ihr Gnomenschurke seid, habt ihr es auch nochmal ein bisschen angenehmer hier in der Ini. Oh, jetzt ist mir aufgefallen. Eieiei, Moment mal. Hatte ich jetzt alles gelöscht eigentlich, bevor ich hier... Ja, wir haben einen Masch. Nee, oh, Moment mal. Wir haben ja noch gar nicht... Ich muss noch die Sachen looten, die ich vom letzten Run hier noch habe. Also merkt euch mal, wir wollen ja am Ende auch gucken, wie viel Gold wir hier machen.
Wir fangen mit 600 Gold an und genau, wir fangen mit 600 Gold an und gucken quasi dann am Ende, wie viel Gold wir effektiv in einer Stunde hier erfarmt haben. Mit dem Reingold, das wir gemacht haben und natürlich auch dann mit dem Vendor-Gold von den Sachen, die wir quasi verkaufen werden und von den Kräutern und so weiter. Das machen wir am Ende dann. Gut, wenn ihr den hier nicht öffnen wollt, müsst ihr nicht öffnen. Wie gesagt, ne, ihr seht hier schon, manchmal ist auch diese blöde grüne Wolke drin. Ne, die braucht man eh nicht. Es gibt halt die Chance, dass diese Rantan-Knollen da drin sind. Die kann man relativ gut verkaufen, weil man die für ein Kochrezept auch braucht, was glaube ich 10 Int gibt. Und ja, müsst ihr aber nicht unbedingt immer mitnehmen, die Dinger. Könnt ihr aber mitnehmen. So. An der Stelle, in der Ecke hier, ist manchmal ein Mushroom. Wenn ihr nicht da sein sollte, dann geht ihr quasi genau hier zwischen den beiden, genau in der Mitte durch. Dadurch werden die nicht aktiviert. Ihr könnt ihr einfach weitergehen und der greift euch auch nicht an. Genau, perfekt. Ja, Leute, Goldfarm in Classic. Eigentlich immer so ein Ding, wo ich nicht so gut drin war. Aber ich habe jetzt auch so in meinen Streams auf Twitch irgendwie gemerkt, dass mir es einfach mega Bock gemacht hat irgendwie. Und deswegen will ich das jetzt irgendwie auch mal ein bisschen öfter machen und auch noch mehr Videos in Zukunft machen, wie ich quasi Gold farme. So, hier auch, jetzt können wir auch mal schön Nierenhieb machen hier. Okay, hat er natürlich direkt widerstanden und ausgewichen. GG. Ihr könnt auch zum Beispiel hier, wenn ihr low seid, na, das pariert er natürlich, na, Riposte, wenn noch entwaffnet und dann versuchen wir ihn so schnell wie möglich down zu machen. Ja, ist der Verstoß hier nochmal kurz ein bisschen ausweichen, reinbekommen. Ist er auch down. Und genau, wir haben einige Verbände dabei, um uns hier auch entspannt wieder hochzuheilen. Das Schöne ist auch, in der Inni droppt auch, ja, relativ konstant Runenstoff. Wodurch wir auch immer wieder Verbände quasi uns machen können. Hier kann Gromsblut liegen, ist aber gerade nicht da. Wenn ihr diese Kapseln auf jeden Fall farmen wollt, wie gesagt, ist optional, dann könnt ihr hier auch noch hingehen. Ja, die können wir zum Beispiel gerade looten. Gucken wir mal. Ja, jetzt waren wir hier Lucky und hatten zum Beispiel mal diese Knolle hier drin. Wie gesagt, die geht für ein bisschen was weg im Aha. Ich habe da aber schon so mega viele von. Deswegen lasse ich die manchmal auch einfach weg, weil so viel Cash bringen die auch nicht. Gut, so. Dann sind wir hier im ersten größeren Raum angekommen. Und genau, in der Ecke haben wir schon einen möglichen Ghost Mushroom Spawn. Den machen wir gleich. Vorher killen wir den hier, weil der quasi gerade hier perfekt reingelaufen kommt. Diese Teufelsanbeter, die solltet ihr eigentlich immer killen, wenn ihr die killen könnt. Die droppen Teufelsstoff, die droppen graue Items, die relativ gut weggehen. Hier, oh, haben wir direkt einen bekommen. Wunderschön. Direkt zwei Gold einfach mal. Und man möchte ja auch an diese 15 Minuten einfach im Run rankommen, damit man eben nicht gelockt wird von der Inni. Und deswegen die eigentlich immer mitnehmen. So, hier gehen wir von hinten ran, damit wir hier den nicht poppen. Ja, dann gehen wir quasi hier hoch, so. Und looten dann von hier. So, unsichtbar gehen. Oh, Achtung mit dem Ding da. Weil wenn die Gaswolke drin ist, wird man enttarnt und dann greift einer das Vieh an. Das wollen wir nicht haben. So, jetzt gehen wir hier noch ran. Okay, hier war auch ne, nichts drin. Machen wir auch Gnomenfähigkeit. GG. So, hier ist auch manchmal noch ein Groms-Blut hier. Ist aber auch nicht da gerade. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich hier ein möglicher Truhen-Spawn ist aber auch gerade nicht da. Hier hinten ist auch noch ein Gromsblut-Spawnpunkt, ist aber auch ebenfalls gerade nicht da. So. Und den Dulli nehmen wir jetzt mal nicht mit, weil der uns auch hier nicht in die Quere kommt eigentlich gerade. So, dann gehen wir weiter. Und wunderschön, wir haben hier direkt die Truhe am Start. Ne, es gibt immer vier mögliche Punkte, wo die Truhe sein kann. Und wir haben die quasi hier direkt gefunden und können die dann gleich machen.
Haben wir den noch down hier? Wie gesagt, ne? Also, desto besser euer Gears, desto einfacher könnt ihr eben auch die Viecher hier dann umklatschen. Gut, wie mache ich die Truhe hier? Ihr markiert den einfach. So, das mache ich immer. Ist ein bisschen übersichtlicher noch. Geht auf Max Range und schießt den dann an. Und dreht euch direkt um und sprintet hier hoch. So, auch immer noch im Augenwinkel abchecken. Da kann ein Buch droppen. Ja, kurz abchecken im Augenwinkel. Und wir müssen eh nochmal hoch wegen dem Mushroom hier. Kurz bevor die euch hitten, jumpt ihr runter. Oh, am besten hier so. Und, das wird jetzt knapp. Ein bisschen gefällt gerade. Ich hoffe, er lootet schnell. Oh, das war sehr, sehr knapp gerade. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Ja, ihr seht, hier haben wir schon Essenerz drin, Blindkraut, auch ein bisschen was wert. Und eben halt hier schönes grünes Item. Zwar ein Gold 17 weggeht. Ja, wie gesagt, ne, das würde ich jetzt wahrscheinlich disencharten. Also ich habe quasi einen Low-Level-Twink. Man kann mit Low-Level-Twinks auch alle möglichen Sachen disencharten, egal welches Level, werde ich an ihn schicken und vielleicht sogar die große ewige Essenz daraus bekommen. Eine oder zwei, ne, und da ist nochmal deutlich mehr Gold drin. Wenn man die Greens disenchantet, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, wir haben den Ghost Mushroom geerntet und gehen quasi jetzt eine Etage tiefer. Wir sind ja quasi diesmal vom Hintereingang gekommen und arbeiten uns gerade nach vorne durch. Ja, bei den Viechern immer Evasion anmachen, weil es braucht er eigentlich bei keinen anderen so wirklich. Und das vereinfacht die Geschichte einfach enorm. Natürlich auch hier den geisterhaften Stoß auch auf Cooldown halten und immer, wenn möglich, Riposte reinmachen. Jetzt haben wir den Verlangsamungseffekt, den mache ich jetzt aber gerade nicht runter, weil er eh gleich ausläuft und wir uns noch kurz hochheilen. Ihr müsst natürlich diese Verbände in der Ini nicht usen. Ich habe jetzt in dem Fall ein bisschen wenig Nahrung mitgenommen am Anfang so, weil ich mich auch einfach, also normalerweise droppt auch in der Ini so ein bisschen Nahrung. Das muss man nicht unbedingt mitnehmen. Aber oh, hab ich noch das falsche Twinket an. Aber wie gesagt, man macht hier so viel Gold letztendlich und auch gut Runenstoff. Der ein oder andere Verband, damit es ein bisschen schneller geht, ist echt nicht schlimm. Hier haben wir ein Gromsblut, den lassen wir aber liegen. Ist nicht, wie gesagt, Gromsblut ist eigentlich so das, wo wir am wenigsten Gold für bekommen. Und können wir auch gar nicht, glaube ich, looten da von der Stelle. Vielleicht auf Krampf von oben, aber lohnt sich nicht unbedingt. So, das ist ein bisschen tricky, weil wir quasi von hinten kommen. Ihr müsst immer so ein bisschen umdenken, weil ihr einmal von vorne, werdet ihr gleich noch merken, die Ini macht und einmal von hinten. Das ist immer so ein bisschen tricky. Auf jeden Fall, ich checke hier immer ab, was wir hier Spawnpunkte haben. Wie gesagt, hier, es wäre noch eine mögliche Truhe und da hinten. Die sind jetzt aber quasi beide nicht da, weil wir ja die Truhe schon gelootet haben. Und das hier war quasi eine Etage noch oben, glaube ich, oder unten. Auf jeden Fall in dem Raum sind wir eigentlich fertig. Hier würde ich immer durchs Wasser durchgehen. Den hier wollte er nicht unbedingt öffnen. Da kommen die vielleicht an und das ist einfach nervig. Und genau, wir gehen weiter. Vielleicht noch interessanter Hinweis an der Stelle, also genau hinter der Säule hier kann auch ein Mushroom liegen. Auch nicht da, gerade leider. Ja, aber wie gesagt, ihr habt immer pro Run die vier Stück auf jeden Fall und die haben wir ja schon, von daher easy going. So, jetzt kommen wir quasi in den Vorraum hier, Vorhof, wie auch immer. Und der ist auch nochmal ganz interessant, weil es hier nämlich noch zwei Locations gibt, wo die Diamond-Bücher droppen können und wir haben auch direkt einen sehr wunderschönen, ein verschobter Foliant hier. Blende ich gerade nochmal ein, welche blauen Bücher drin vorkommen können und natürlich auch hier Kelsra kann eben auch drin vorkommen, das epische Buch. Die blauen Bücher sind leider nicht mehr so mega viel wert. Kelsra geht aber durchaus für noch ein bisschen Gold weg, denke ich mal, hängt aber auch ein bisschen von eurem Server ab. So, jetzt haben wir hier natürlich
nur Crab drin gehabt, ja, können wir direkt löschen. Aber wie gesagt, immer hier abchecken, hinter dem Busch kann quasi hier das Buch sein. So, dann gehen wir weiter und nehmen das Traumblatt hier mit. Wunderschön. So, dann gehe ich immer quasi hier oben rum, ja, und check quasi die Kräuter hier oben ab. Da müsste man ein bisschen gucken. Manchmal macht es auch Sinn, links lang zu gehen erst, aber ich finde es eigentlich immer so ganz angenehm. Ich gehe quasi oben lang. Hier haben wir noch ein Kromsblut, wunderschön. Ja, so. Ne, immer so ein bisschen halt die Viecher im Auge behalten. Aber glaubt mir, ja, mal gucken, was da drin ist in dem Pott hier. Ah, scheiß Wolke, deswegen ich. Oft lasse ich die einfach nur noch stehen, ganz ehrlich. Man bekommt mit der Zeit, desto öfter man das hier gemacht hat, so ein Feeling dafür. So, den öffnen wir auch nochmal. Ja, das war zum Beispiel jetzt blöde. Ja, aber haben wir hier auch gerade mal ein gutes Beispiel. Ihr solltet immer die Kräuter looten, bevor ihr die Teile öffnet, weil nämlich die Gefahr besteht, dass die Viecher hier kommen können. Tja, und jetzt müssen wir die killen, damit wir das hier looten können. Jetzt gucke ich gerade mal, wo sind die Bäume gerade? Ja gut, wir können eigentlich hier Go machen, so. Gehen wir die so ein bisschen zurück und hier sind wir eigentlich dann safe. Na, hier müssen wir safe sein. Ne, also merken, versucht die Teile, wenn die nah an Kräutern sind, nicht triggern, nicht zu öffnen. Sonst müsst ihr dann, ja, manchmal leider die Viecher umklatschen. Ja, deswegen bin ich ein bisschen nach hinten gegangen, weil da quasi gleich die Bäume kommen. Und ja, können wir hier entspannt looten. Wunderbar. Bin mal gespannt, wie die Audio-Lautstärke ist am Ende, ob es zu leise oder zu laut eingestellt war, aber mal gucken. Schauen wir mal, ne? Hier kann auch ein Gromsblatt immer sein, das können wir aber leider nicht looten. Einfach ignorieren. Und hier kann auch manchmal eins sein, und zwar genau ungefähr hier. Und das Schöne an dem Punkt ist, vielleicht haben wir das nachher noch, wir können es looten, und zwar einfach von hier oben. Man lootet, ja, dann hat man Aggro von den Viechern, kann aber nicht angegriffen werden, geht dann hier hin, dass man out of combat ist, geht wieder verstohlen und dann kann man weitergehen. Vielleicht finden wir es nachher nochmal schauen. So, wir sind bei 15 Minuten angekommen, Leute, wir müssen auch resetten. So, hier kann auch noch ein Buch spawnen sein an der Stelle. Ja, ist aber auch nicht da, leider gerade. So, und wir gehen nochmal hier vorne hin, denn hier haben wir noch ein Gromsblut. Das ist ein bisschen tricky, auch ein bisschen nervig, weil wir hier drei von den Teilen haben. Müsst ihr aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob man hier, ja doch. Hier würde ich es folgendermaßen machen. So, den. Ja, in der Mitte bleiben. So. Dann kommt er an, Kidney Shot und direkt looten. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen tricky. Dann kommen auch noch die Viecher an, also das ist nicht ideal, aber wir sind gerade noch so. Also wieder, ne? Manchmal stören die einen hier, manchmal poppt das Ding, manchmal geht das andere Teil auf der anderen Seite, manchmal ist der nervig. Also das Gromsblut könnt ihr auch stehen lassen an der Stelle, das ist nicht so mega wichtig. So, jetzt sind wir von hinten gekommen. Und was machen wir jetzt, Leute? Wir machen jetzt den hier, Item Rack, no Gear, ja, kein Gear mehr an. So, und wir lassen uns einfach nur killen. Denn wir können hier nicht hochgehen, ja, wir sind hier da, also da kann man quasi nur runterspringen. Und deswegen müssen wir jeden dritten Run uns einmal killen lassen und quasi ja, wieder reinrennen. So, jetzt habe ich euch hier gerade mal das Reinrennen erspart. Ja, wir sind also quasi reingerannt. Und oh, jetzt habe ich schon wieder den nächsten Fehler gemacht. Leute, ganz wichtig, natürlich die Ini resetten. Sehr, sehr wichtig, ich habe schon oft den Fehler gemacht. Die Ini nicht resettet, bin reingerannt, runtergesprungen und habe mich gewundert, warum keine Kräuter da liegen. Ja, gute Nacht an der Stelle. So. Also wieder Gear anziehen, ja, Gifte sind noch drauf.
Kräuterkunde anmachen und ganz wichtig, Leute, hochreggen. Ihr glaubt nicht, wie oft ich nach mehreren Stunden Gefarme hier einfach hier ganz fröhlich runtergesprungen bin, ohne zu reggen und ja, einfach mal direkt wieder gestorben bin und wieder reinrennen konnte. Also da habt ihr echt keinen Bock drauf. Deswegen reggt kurz hoch, bevor ihr wieder runterspringt. Ihr seht schon, ihr verliert hier schon die Hälfte ungefähr. So, diesmal machen wir es richtig. Wir looten erstmal hier das Träumchen. Und ja, gehen quasi hier oben lang. Ich weiß immer noch nicht, was besser ist, ob man erstmal hier oben lang geht oder da hinten. Ich glaube, es nimmt sich aber nicht viel. Oh, jetzt haben wir noch das Ding getriggert da gerade. Ach, DG. Ach ja, ich muss sagen, die Gnomenfähigkeit ist schon Gold wert hier. Nicht nur generell in WoW, aber auch also in Classic, aber auch hier in der Inni. So, wir gucken hier mit der Maus einfach hier so ein bisschen, ob hier ein Buch ist. Nö, ist nicht da. Kennt ihr jetzt auch schon. Und dann nehmen wir hier quasi wieder das Traumblatt mit. So, dann haben wir hier, oh, sehr schön, wir haben das eben angesprochene Gromsblut auch am Start. Könnt ihr quasi gleich mal gucken, wie wir den hier looten. Also, ihr geht hier oben drauf, eigentlich recht simpel. Hier oben drauf und lootet einfach. Ja, dann sind sie zwar aggro, können euch aber im Grunde genommen nicht angreifen. Und dann geht ihr hier hin, so, und spammt Unsichtbarkeit, also Verschwundenheit. Ja, und das war's auch schon. Wie gesagt, natürlich ein kleiner, ja, also man verbuggt die Viecher so ein bisschen dadurch. Müsst ihr immer selber gucken, ob ihr das machen wollt oder nicht. Aber also, das finde ich jetzt im Vergleich zu das, was einige andere in diesem Spiel machen, noch sehr, sehr, ja. Okay, so, hier ist ein weiterer Buchspawn, wie gesagt, leider nicht da gerade. Deswegen auch generell relativ wenige Kräuter, hier auch kein Traumblatt mehr in dem Raum. Aber gut, es sollte nicht sein. Ja, wir gehen weiter. Ah, wir haben schon 22 Minuten um. Wie gesagt, wir sind im zweiten Run gerade. So, der kommt uns entgegen. Ja, das ist, ist okay. Ja, es ist unglaublich. Das hatte ich auch eigentlich gefühlt fast noch nie, dass ich jetzt beide pulle. Das ist einfach... bisschen Dummheit auch von mir, ehrlich gesagt. Da müsst ihr drauf achten, Leute. So. Was haben wir den anderen geslowt? Aber natürlich, das ist alles andere als sinnvoll gerade und auch etwas dumm. Natürlich können wir jetzt nicht schnell umklatschen, bevor der andere kommt. Das ist ein bisschen blöde. So, wir müssen es jetzt so machen. Es ist sehr, sehr blöde gerade für den Run auch. Aber gut, wir versuchen es einfach mal. Funktioniert schon wieder perfekt heute. Ja, das ist unglaublich, echt. So, direkt. Ne? Ausweichen an. Okay, wir haben es nochmal gesaved. Also Leute, achtet an der Stelle drauf, dass ihr die einzeln pullt. Ne? Da steht direkt einer in der Ecke. Und der Typ patrouilliert halt, ne? Und manchmal kann man den so umgehen. Wenn er quasi hier vorne ist, so, kann man reinsneaken hinter ihm. Oder wenn er quasi in dem anderen Raum zu weit hinten drin ist, kann man an ihm vorbeigehen. Und jetzt habe ich ihn quasi gerade gepullt und gleichzeitig den anderen auch noch gepullt. Das war einfach dumm von mir gerade. Also das, ja, war sehr, sehr unnötig. Aber gut, ein bisschen Zeit verloren dadurch. Mein Gott, geht die Welt nicht unter. Und deswegen sage ich immer, lieber Cripple auf der Mainend haben, dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite.
So. Hier kann auch ein Mushroom sein, ist aber gerade keiner da, deswegen gehen wir auch direkt weiter. So, wir halten wieder Ausschau nach der Truhe. Den distracten wir hier mal, dann nervt er nicht rum. Hier ist er nicht. Ja, die wäre dann da. Dahinter. Gucken wir, ist sie hier hinten? Hier ist sie auch nicht. Nein, so, den öffnen wir. Nichts drin, die Viecher drin. Okay, ciao, ciao. Was ein Mushroom, würde ich nicht hier lang gehen. Wenn da eine Giftwolke drin ist, dann edit der. Deswegen immer hier rumgehen. Auch nicht verwirren lassen, da ist irgendwie kein Grumsblut im Gang. Das ist quasi eine Etage weiter. Und der Mushroom ist auch nicht da. Und das Grumsblut ist hier vorne. Genau, das heißt, wir sind in dem Raum schon durch. Wir haben keine Truhe und kein Kraut, was wir irgendwie noch looten wollen. Deswegen gehen wir direkt weiter hier in den nächsten Raum. Das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß, mit diesem Hin und Her hier. Aber glaubt mir, wenn ihr den Run hier 20 Mal gemacht habt, dann kennt ihr den in- und auswendig. Und dann habt ihr auch keine Orientierungsprobleme mehr, wie man quasi hier ja, hin und her geht. So, auf der Anhöhe hier, auf der Rampe hier, kommt auch gleich einer uns entgegen. Den ja, killen wir einfach. Und looten ihn dann. Ach ja, so. Wie gesagt, Riposte einfach und auch Ghostly Strike einfach mega, mega angenehm hier gegen diese Viecher. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man diese grün-blau equipped ist, so, ist es vielleicht. Ah, nicht so einfach hier. Ich droppe ja auch manchmal schon noch ein wenig runter. Haben auch wieder ein bisschen mehr Nahrung hier. Wunderschön. Oh, Slow machen wir weg. Genau, so, wir gucken. Und die Truhe ist auch nicht hier. Dann wäre die ja da. Ist auch nicht da. Hier wäre noch ein Mushroom. Ist auch nicht da. Also, wir gehen hier hoch. Und, oh, wir haben mal den Mushroom hier. Sehr schön. Deswegen gehen wir immer hier hoch. Wir gehen generell immer hier hoch, auch wenn wir hier keinen Herb vermuten oder sehen auf der Map. Denn an der Stelle kann ein Buch spawnen. Ja, an der Stelle. Immer kurz mit der Maus hier rüberfahren, gucken, ob es da liegt. Und es liegt aber nicht da. Und genau. So, jetzt jumpen wir hier runter. Hier ist auch. Hier kann ja auch ein Grumsblut liegen. Ist auch nicht da. Wir checken hier nochmal. Ja, auch nur Crap drin. Schade. Und wir gehen dann zur Truhe. Und den killen wir noch. Komm. Also für die braucht ihr auch keine, nicht Evasion oder so, die sind relativ einfach. Ah, die kassieren gut. Gut, bevor wir hochrennen, looten wir hier noch. Ja, looten wir noch den Mushroom an der Stelle. So, und jetzt ganz einfach, ne? Wir markieren hier wieder, habe ich mir gebindet auf Calm, so, geht auf Max Range. Müsst ihr auch nicht markieren, das ist nur optional. Und sprintet dann quasi, also pullt. Und sprintet quasi einfach nach oben. Die verfolgen euch. Na, den umgehen wir einfach, der da lang patrouilliert. Nehmen wir hier links lang sprinten. Kommt er nicht direkt an. Und rennen hier hoch. Boah, ist ein bisschen blöde gerade vom Timing. Die ist da gerade die alte, aber kein Problem sein, hoffe ich. Ja, schön, hier ganz an den Rand. Kurz bevor ihr euch hittet oder einen Hit, könnt ihr abwarten, dann springt er runter. Ihr könnt, wie gesagt, auch auf dieser Ledge resetten, aber
Ich habe immer genug Vanish-Pulver dabei. Vanish-Pulver ist nicht unbedingt teuer. Vanish einfach bei der Truhe hier und fertig. Ja. Looten. Gucken wir mal, was haben wir drin. Ja, so ordentlich. Können wir schon ein bisschen schaden. Und jetzt habe ich hier wieder. Es ist jedes Mal. Leute, es gibt's doch nicht. Es mir ist immer wieder passiert, ne? Haben wir wieder gerade. Es ist nicht so problematisch, weil wir jetzt zumindest den anderen nicht gepullt haben. Mir vorhin auch schon passiert im anderen Video, ist unglaublich. Dass ich diese Dinger hier pulle, weil hier auch irgendwo so ein Podling ist, was man nicht so gut sehen kann. Dass dann genau die kommen, nachdem man die Truhe gelootet hat und dann man zu voreilig da weggeht. Also am besten wirklich, nachdem ihr die Truhe gelootet habt, direkt wieder unsichtbar gehen. Seid da safe, ja. So, wir sind schon bei 30 Minuten, deswegen muss ich gerade ein bisschen Tempo machen hier. So, schnell Verband reingeballert. Gift auch nicht mehr aktiv. Erneuern wir noch schnell. Das ist der zweite Run. Wir sind aber auch gleich durch mit dem Run. Aber lief auch wieder nicht ideal. Ist immer das Gleiche, wenn man hier der Vorführeffekt, Leute. So, Kompflut nehmen wir mit. Und da geht die Party. Ich glaube auch, in dem Raum, der jetzt noch kommt, da sollte nicht mehr so viel drin sein. Wir gucken mal. Glaube ich nicht mehr wirklich was drin. Na, den müssen wir noch mitnehmen. Die wäre schon direkt an. Versuchen den so schnell wie möglich runter zu nuken. So. So, den wollen wir nicht pullen, ja. Deswegen gehen wir genau zwischen den beiden Pots hier, dem und dem, durch. Bisschen tricky. Dann pullt er den nicht und könnt ihr einfach weitergehen. Oh, sehr schön. Wir haben hier noch einen Mushroom. Dafür müssen wir den aber umklatschen. Machen wir auch direkt. Übrigens, ich habe mir vorhin ein neues Addon runtergeladen, deswegen ist diese 100% hier quasi genau über meinem Energy. Das ist ein bisschen nervig, ne? Oh, eigentlich ist es hier nicht. Das nervt mich gerade voll. Hier meine Energie nicht so gut sehen kann. Oh, jetzt müssen wir hier gerade mal. Ich hoffe, er weicht jetzt nicht. Geht auch, können wir downjucken. Stopp! Danke. So, looten wir hier noch. Wir könnten hier gerade mal, wir haben keine Zeit gerade dafür. Na egal. Merkt euch einfach, diese 100% hier, die werde ich hoffentlich bald verschieben können, wenn das Addon ein Update bekommt. Und dann sind die nicht über meinen Energy, das ist ein bisschen nervig. Denn es gab ja heute eine Änderung am WoW-UI, ne? Haben ja vielleicht einige von euch mitbekommen. Und zwar kann man jetzt mit einem anderen Addon, im Grunde genommen nicht mehr mit Real Mob Health, sondern mit einem anderen Addon, die genauen Werte, die genauen Gesundheitswerte ablesen vom Gegner. Das ist echt cool. Aber gut. So, dann resetten wir. Ist das Schöne, ja, wenn wir das so rummachen. Und wir gehen direkt wieder rein. So, Timer läuft weiter. Ja, wir regen gerade nochmal hoch. Also normalerweise verwende ich kaum Verbände auch in der Indie. Ist jetzt einfach, einige Sachen haben nicht geklappt und einfach auch ein bisschen realistischer, wenn ich hier den Speed dadurch aufrechterhalte. Gut, so, oh, wir haben hier schon sehr direkt zwei Mushrooms in dem Raum. Das ist sehr schön. Dann gehen wir direkt hier rein, killen den. Ja. Los, die Strike wieder für Evasion. Und bam. De.
Oh, na schön. Ja, und wir essen einfach mal eine Runde von den Pilzen hier. Über uns ist auch manchmal noch einer. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir ja quasi Kräuterkunde aktiviert haben, können wir sehen, da ist keiner und deswegen brauchen wir nicht noch die Schräge hochgehen. So, den müssen wir auch killen, damit wir den hier looten können. Die Marshrooms wollte wirklich immer mitnehmen. Sind immer so 1 bis 1,2 Gold wert. Ein so ein Teil, ne? Also das ist echt mega, mega nice. Man kann auch hier gougen. Mache ich auch manchmal. Nimmt man hier einen Verband. Ist auch immer eine Möglichkeit, wenn man hier sterben würde, sonst. Na, eigentlich, dass wir Gnomen sind. Weg damit. Das ist echt herrlich, ne? Die Fähigkeit. 1 Minute Cooldown, ey. Dann könnte man den Slow direkt wegmachen. Das ist wirklich, wirklich ein Vorteil, muss man sagen, einfach. Gerade bei dem Goldfarm hier. So, wir gehen weiter. Wie immer, übliche Taktik. Wir gehen hier genau, ist fast schon wieder verkackt, in der Mitte hier lang. Dann triggern wir beide nicht und müssen den nicht angreifen. Wir haben mit 600 Gold angefangen. Schon einiges gesammelt. Ich bin echt mal gespannt, wie viel wir da nach den 4 Runs haben werden. Jetzt quasi gerade so in der Mitte vom zweiten. Nee, vom dritten Run. Lull, vom dritten. Gut, so, der muss auch sterben. Auch gleich Evasion an. Oh, schön entwaffnet, herrlich. Wir haben ja eigentlich gar keine Waffen, ne? Aber ich vermute, wenn man die entwaffnet, machen die einfach ein bisschen weniger Schaden. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ich würde vermuten, die machen dadurch weniger Schaden. Würde ich mir zumindest erhoffen. So. Dann gucken wir. Oh, wir haben direkt die Truhe hier. Na Mensch, wunderschön. Das ist doch perfekt. Und den Mushroom haben wir auch hier. Da überlege ich gerade, ob wir direkt pullen. Nee, Moment. Oh, ich hätte pullen können. Egal, wir killen den vorher noch. Klaue ist aber einfach göttlich, ne? Bam. Style, ey. Hehehe. Wollte keiner haben im Raid, ey. Ja, man konnte drum rollen, aber wollte keiner haben, weil wir quasi BWL waren und weil wir noch mit keiner abgeklärten Stamm rein konnten, so eine Art, haben wir quasi noch gerollt, die ID. Und die Regeln waren, man durfte nur ein Item haben. Und deswegen haben halt viele auf die Klaue nicht gerollt, weil sie quasi noch spekuliert haben, dass vielleicht noch besserer Loot kommen wird, so eine Art. Ja, deswegen haben da nicht so viele drauf gerollt und ja, habe ich mir mal gegönnt, ey. Ich habe echt so überlegt, ah, soll ich's machen? Aber ohne Scheiß, mega gute Entscheidung, ich bin mega zufrieden damit. Das PvP ist die geil und auch für den Farm hier. Das für mich war es wirklich ein sehr gutes Upgrade. So, wir pullen. Und sprinten direkt nach oben. Ne, hier den. Wenn er hier lang geht, geht er hier lang. So. Und dann gehen wir so wie immer nach oben. Oh, wir haben auch ein Buch. Vielleicht kann ich das sogar noch. Oh, meint ihr, ich kann das looten, bevor die kommen? Das wäre göttlich, ne? Meint ihr, ich kann das looten? Ach nee, geht nicht, während des Kampfes nicht. Ah, okay. Ja, machen wir gleich in Ruhe. Alles gut. Wusste ich nicht. Dachte nur, tun nicht. So, jetzt bin ich ein bisschen zu früh runtergesprungen, gerade ehrlich gesagt. Aber wo ist denn hier dieser Pott, der mich hier vorhin abgefuckt hat? Warum sehe ich den nicht? So, wir haben die Truhe. Oh, wir haben ein Rezept da drin gehabt. Ah, schon wieder. Es ist irgendwo hier. Ich bin einfach blind und sehe es nicht. Keine Ahnung. Das Rezept. Oh, ist, glaube ich, nicht so viel wert, oder?
Winterzirnhose, boah, ich glaube, die war mal früher mehr wert, bin mir aber nicht sicher. Nicht so eine gute Truhe, glaube ich. Naja, gucken wir mal. So. Auf jeden Fall so, wir steigen uns wieder hier ran. Und looten. Das ist der geilste Shit hier, ey. Das ist echt entspannt, ey, dass man den hier nicht auch noch stunnen muss und so weiter. Das ist einfach chillig. Und so diese Feinheiten, die ich auch in dem Frostadamus-Video natürlich, ne, der hat das hier auf Englisch schon gemacht, war natürlich die Vorlage für mein Video hier, auch alles schon ein bisschen erklärt hat. Ich habe halt, wie gesagt, mit meinem Spec noch so ein bisschen ein eigenes auch hier reingebracht. Den Spec hat er noch nicht entdeckt, glaube ich. Ich finde den aber perfekt für den Farm hier, wirklich. Perfekt. Ja, Leute, jetzt müssen wir extra nochmal hier hochgehen, wegen dem Buch. Ja, das wollen wir natürlich auch mitnehmen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob wir das noch looten können, bevor die Olle da wieder rumkommt. Das wird sehr, sehr knapp. Komm schon, keinen Bock jetzt hier wegen dir zu vanishen. Da ist nur Crab drin, ne? Und dann ist natürlich nur Crab drin. Mal direkt zerstören. Gut, hier haben wir alles gelootet. Dementsprechend können wir weitergehen. Sind aber sehr gut an der Zeit gerade. Also, der Raum war perfekt gerade. So, hier kommt gleich wieder der Typi an. Klatschen wir wieder. Wie gesagt, man kann es auch mit dem PvE-Spec machen, mit dem Combat-Spec hier, ne? Wenn ihr hier PvE, wenn ihr keinen Bock habt, umzuskillen. Aber ganz ehrlich, Leute, ist allein die Geschwindigkeit und Verschollenheit, ne? Ist halt so viel angenehmer, wenn ihr hier schnell lang gehen könnt. Ah, also ich würde, glaube ich, echt vermuten, dieses Gold, was ihr fürs Umskillen ausgebt, ne, für den Kack hier, habt ihr so schnell wieder drin, wenn ihr hier ein paar Stunden farmt. So, ja. Ich würde euch echt empfehlen, hierfür umzuspecken. Didi, stopp bitte, danke. Ah, die Runen brauchen wir nicht. Lass ich immer drin. Momentchen mal, geben die auch Silber? Na gut, die geben auch Silber, dann nehmen wir die auch mit. Dann nehmen wir die mit. Genau, die Truhe hatten wir schon. Dementsprechend müssen wir nur noch nach Kräutern gucken. Das hier können wir nicht looten. Nee, wir sind. Ich gucke mal kurz hier hinten, aber. Ich meine, da war auch kein Mushroom mehr. Ne, wir sind durch. Das heißt, wir gehen wieder Richtung Eingangsbereich. Hau ab. So. Und hier ist auch nicht immer einer verstohlen. Irgendwie nur manchmal habe ich das Gefühl. Manchmal ist da einer, manchmal nicht. Vor allem, wo ist der Patrouillierende hier? Ist er auch nicht da, oder wie? Merkwürdig. Ach, hier ist er. Moin. Da freut man sich schon. Na, gute Nacht. Ja, den hätte ich umgehen können, wenn ich da lang gegangen wäre, aber, ja, mein Gott. Wir sind gut in der Zeit eigentlich. Wir müssen noch. Eine gute Viertelstunde für den letzten Run. Nehmen wir noch einen Traumlatz, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ich glaube, ich nehme mal eine Potion. Ja, einfach, dass ich hier auf Nummer sicher gehen will, wenn ich das schon mal aufnehme hier. Wie gesagt, ihr müsst wirklich nicht so oft verbinden. Ich mache es jetzt einfach gerade nur, weil man, ja, damit es auf jeden Fall auch clean hier durchgeht. So, dann die poppen wir wieder von hier hinten. Ja, so, von hier hinten ran einfach. Öffnen die da durch. Wenn was schief gehen sollte. Ja, jetzt sind die Viecher da. Ach Mensch, das gar. Ach Mensch. Na gut, komm, wir pullen die mal. Bisschen unlucky hier, ehrlich gesagt. In dem Video der Aufnahme, aber mein Gott. Kann man nicht ändern. Wir müssen die halt wieder killen hier. Sogar die Giftwolke hätte
Hätte ich mehr gefeiert gerade. Ja? Vielen Dank. Und gleich schon sich fertig mit dem vorletzten Run. Man die looten sollte. Ja, gut, ein paar Kräuter sind drin, ne? Warum nicht? Gut, also hier wieder ein Verstohlenheit dran. Max Range. Einfach looten. Die haben noch nie geaddet hier, also das ist eigentlich kein Problem. Man stirbt hier eher, weil man wegen diesen Knollen verkackt oder weil die Viecher kommen. So, wir gehen natürlich auch, ja, ich mach mal Sprinten an, brauchen wir nicht mehr, hier hinten noch hin, hier ist ja auch ein Buch-Spawnpunkt. Ich glaube aber, wenn man eins gelootet hat, es ist immer nur eins in der Indie drin, glaube ich, ne, wenn eins drin ist. Von daher, so, dann gehen wir nochmal hier lang. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, kann immer nur ein Buch drin sein? Ich meine ja, ne? Ich glaube, es können nicht mehrere Bücher drin sein, oder? In der Indie? Also diese Folianten, die man looten kann. Also hier ist halt wieder, also wäre eins eventuell. Ist aber auch nicht da. So, gehen wir nochmal hier rüber. Jetzt müssen wir nochmal warten. Bis die sich hier verabschiedet haben, mein Gott. Dann ja, gut, das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt aber Grow hier. Nur 5 Kommenpunkte aufbauen. Man kann auch gougen. Ich suche erstmal mit dem Gouge. Na, ausgewichen. Dann machen wir den hier. Und blutet so. Vanish. Dann Gear ausziehen. So, haben wir kein Gear mehr an. Und dann sterben. Und dann rennen wir da rein. So, jetzt wird natürlich hier wieder die Innie resettet. Und wir gehen quasi rein in den letzten Run. Hier anziehen, so. Und Kräuterkunde anmachen und wieder hochringen. Damit wir beim Runterspringen nicht sterben. Wie gesagt, hat sich leicht verzögert so, ne? Wir kommen ein bisschen über die Stunde hinaus, aber wenn ihr das wirklich alleine macht, ohne Erklärung, pipapo, dann braucht ihr für einen Run auf gar keinen Fall länger als 15 Minuten. So, dann sind wir wieder drin und ich gehe erstmal, wir gehen erstmal hier hin. Ja, bin hier wieder bei dem Kollegen einen. Okay, so, das machen wir wieder ganz entspannt hier, so. Ja. Ah, ja, dein scheiß Gift drauf bekommen. Hängen wir erstmal eine Runde wieder hoch. Ja, man könnte auch so dieses Entgiftungsding mitnehmen, aber ach Leute, das ist alles entspannt. So, das können wir nicht looten hier vorne. Dementsprechend gehen wir hier hin und gucken mal, ob wir vielleicht ein Buch hier vorne haben. Sieht aber nicht danach aus, würde ich sagen. Nee, kein Buch am Start? Okay. Dann haben wir hier das Gromsblut. Das lassen wir jetzt mal stehen. Sind schon ein bisschen behind und ich will jetzt nicht schon wieder
Preparation direkt dafür usen. Oh, okay, der ist lootbar. Sehr schön. Das heißt, wir können hier einfach. So, schön looten. Wie gesagt, der Gromsblut ist nicht so lukrativ. Das ist manchmal ist einfach nicht wert. Dann schauen wir hier vorne nochmal. Ob wir hier noch irgendwie ein Kraut haben oder ein Buch. Aber weder noch. Okay, dann können wir weitergehen. Ja, Leute, wir sind im letzten Run angekommen. Wir gehen noch einmal durch. Ihr seht hier 53 Minuten. Das ist dann der vierte Run und gleich werden wir alles mal berechnen. Wie viel Gold ich hier jetzt wirklich quasi in einer Stunde genau gemacht habe. Und vielleicht bekommen wir ja noch eine andere Truhe, damit ich euch nochmal eine andere Location zeigen kann, wie man die da holt. Die hier vorne hätte ich zum Beispiel gerne mal, beziehungsweise auf der anderen Seite. Aber müssen wir gleich mal gucken, ob es sein soll oder nicht. Stimmt, ich glaube, wir hatten in dem Raum hier keine einzige Truhe, ne, in den drei Runs. Tja. No, Imbalabimba. Oh, es wäre perfekt, wenn es hier vorne noch eine Truhe hätte. Komm schon. Oh, hier müssen wir auch noch killen. Oh, hier, komm. Auch noch auf die Omme. Einen Trank nehmen. Ja, ich nehme Trank. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich habe letzten Mal noch verkacken jetzt. Ja, und wir recken hoch. Na, ihr merkt schon, ne? Manchmal wird es dann doch noch knapp, wenn ich, wie ich ja mal kritten oder man mal nicht so viele Sachen ready hat. Aber da kommt man rein. Gut. Jetzt bin ich hier gerade auch selber verwirrt. Oh mein Gott, perfekt. Die Truhe ist wirklich an dem Punkt, den ich euch noch zeigen wollte. Wir haben sie direkt in dem Raum hier. Ist auch relativ ähnlich wie so der Methode, wenn sie hier wäre, ja. Das seht ihr ja gleich, deswegen vielleicht noch mal ein Wort, wenn die Truhe hier wäre, wenn die hier liegen würde, genau da ungefähr. Wenn sie genau da liegt, ja, dann macht ihr nichts anderes, ihr stellt euch einfach hier hin, pullt da irgendein Vieh, den oder den, ich pulle mal den, glaube ich, pullt den quasi auch hier so, ja, bam, und macht Sprinten, also ihr braucht Sprinten ready, sprintet hier lang, zu dem Gouch stehen, ja, hier Gouchen oder Plexus. Dann rennt ihr hoch, da ist auch ein Vieh, den blendet ihr. Dann rennt ihr einmal hier hoch. Hier direkt an der Mauer lang, dann die Mauer entlang und wartet hier, bis die fast bei euch sind. Springt runter, resettet entweder hier oben oder rennt ihr hin, vanisht und lootet die Truhe. Ja? So holt man sich die Truhe, wenn sie hier hinten liegt. Also das ist wirklich gar kein Problem. Und kann ich euch jetzt aber, wie gesagt, dann in dem Video nicht mehr zeigen, weil wir den Spawn hier nicht hatten. So, die haben wir aber noch mitgenommen. Wunderschön. Und jetzt holen wir uns die hier und dafür gehen wir quasi einmal nach oben. Ja. Und pullen quasi von unten, von oben nach oben und springen dann runter. Wir pullen von oben nach oben. Lull. Ne, hier kann man auch eine Zeit in Verschollenheit rumgehen, wenn man ein bisschen Schiss hat vor dem Vieh hier, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch kein Problem. Wenn man hier noch kurz vorher unsichtbar geht.
wo der Typ auftaucht. Ich glaube, ist hier gleich. Okay, da kommt er. Ein blödes Timing, dass wir hier warten müssen auf ihn, aber gut. Dann machen wir hier Go. Übrigens nicht direkt neben den Vanishen, die sehen euch dann direkt wieder. Also wenn ihr irgendwie gegen die doch nicht fighten wollt, dann gaucht die, ja, rennt um die Ecke oder so, rennt ein bisschen weg und vanisht dann. Denn wenn ihr direkt neben den vanisht, dann ja, sehen die euch direkt wieder, was ich ja auch, glaube ich, vorhin ein bisschen gefällt habe. So, jetzt kriegt mich hier nicht noch weg im letzten Run, bitte. Sehr nett. So, Freunde, jetzt werden wir auch in Verstohlenheit uns an die Kante da begeben. Nicht in Verstohlenheit geht es übrigens nicht. Da kann man hier nicht durchgehen, bin ich der Meinung. Also ich hätte es einmal versucht. Da habe ich dann den Boss gepult hier links. Das war nicht so geil. Also wenn ich jetzt quasi in Nicht-Verschwollenheit so hier lang renne, dann sieht er euch schon. So, und dann ungefähr hier, so leicht schräg von dem Zelt. Und hier auch noch so, könnt ihr euch ohne Probleme hinstellen. Ja, solltet nur nicht zu weit nach da gehen. Dann pullt ihr einfach den hier hoch und geht dann einen Schritt zurück. Das mache ich immer, damit die nicht so... Manchmal schießen die sonst von unten hoch. Markiert noch einen. Habe ich auf K gebeinet mit Totenkopf. Damit kriege ich immer so den ersten ungefähr. Und dann sehe ich, wenn er hier so hochkommt gleich. Und ja, bevor die uns dann quasi erreichen, jumpen wir hier runter. Und banishen und looten dann die Truhe. Wir können auch noch versuchen, das Gromsblut auch noch zu looten, eventuell. Kommt drauf an, was in den Viechern hier drin ist. Wenn die nerven, wird es ein wenig kritisch. Aber wir gucken gleich einfach mal. So, und ansonsten können wir schon mal hier draufstellen. Wird immer Sprinten anmachen. Oh, da sind die Kandidaten. Ja, so. Je nachdem, was wir jetzt hier haben. Okay. Wir können das direkt in der Mitte hier looten. Ja, ihr seht, wir haben keins von beiden geöffnet. So, jetzt hier vanishen. Truhe looten. Wunderbar. Oh, da haben wir ein Rezept drin. Vielleicht mal gucken. Wir können hier noch abchecken, was da drin ist. Crap. Abchecken, was da drin ist. Crap. Ja, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht unsichtbar bin. Okay. Ja, sehr schön. Hat perfekt geklappt. Also jetzt wisst ihr auch, wie ihr die Truhe machen könnt. Ne? Einfach von oben. Ist etwas zeitaufwendiger, aber lohnt sich. Wie gesagt, habt ihr gesehen, ja, wir haben da alles noch gelootet und mitgenommen. Und ja, sehr schön. So, dann gehen wir weiter zu Lysandris in den nächsten Raum. So, wir haben in der Truhe ein Rezept gehabt. Hier wird mir gerade gesagt, 5 Wille, weiß nicht, ob das Biss ist für irgendjemanden, für Healer oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall relativ hohes Rezept, Marktpreis wird mir angezeigt, 20 Gold. Ja, könnte sich schon gelohnt haben, die Truhe. Muss ich aber nachher nochmal schauen, wenn wir hier quasi den Goldwert berechnen von dem Run, wie viel man dafür im AHA bekommt. Also wir porten uns gleich nach Stormwind und schauen dann quasi mal, wie viel Gold wir hier wirklich gemacht haben. Ne, wir haben jetzt auch hier die Stunde überschritten leicht, aber das war halt klar. Wenn man noch so Sachen erklärt und so weiter, dann ist es einfach ein bisschen länger manchmal. Stopp. Oh, sehr schön. Noch ein Teufelsstoff drin gewesen gerade. Da muss ich sagen, war aber ein bisschen unlucky in den Runs gefühlt. Da hatte ich eigentlich immer mehr. Aber, ja. So, wir gehen in den letzten Raum hier und gehen natürlich erstmal wieder nach oben. Truhe haben wir ja schon, da müssen wir nicht mal nachgucken. Ne? Hier wäre ja noch ein Spot gewesen, eventuell. Kein Buch, aber dafür hier ein Mushroom. Wunderschön. So. Wir auch direkt wieder runtergehen eigentlich. Jetzt checken wir erstmal den Pot ab. Können wir auch looten. Vielleicht haben wir noch ein paar Knollen drin. Mal schauen. Wenn nicht, wa? Nee, natürlich nicht. Den nehmen wir auch noch mit, den Kollegen.
Droppen halt echt gut, ne? Oh, dann was Runstoff viermal. Also auch nicht schlecht. Und 20 Silber. Also die droppen schon ganz gut. Ein Gromsblatt. Hier nehmen wir den Mushroom mit. Wir gehen wieder hinten rum, ne? Nicht vergessen wegen dem Ding da. Also wie gesagt, es macht für mich absolut keinen Sinn, hier mit einem PvE-Spec reinzugehen. Weil einen auch so die Viecher zum Teil dann schneller entdecken können und so weiter. Also ich finde den Spec hier wirklich sehr, sehr angenehm. Ach komm, nehmen wir den auch noch mit hier. Hat schon mal so dumm hier rumsteht. So, und damit sind wir im Grunde durch. Wir haben noch einen kleinen Raum gleich, den kennt ihr ja schon. Aber dort nichts Spektakuläres mehr drin eigentlich. Ein Crit, zwei Runenstoff und 9 Silber, von dem gerade noch gelootet. Und ja, den nehmen wir nicht mehr mit. Gehen raus hier. So. Ein bisschen unlucky. Ein, zwei Fehler habe ich gemacht, aber immerhin nicht gewiped in dem Sinne. Ist schon mal schön eigentlich. Ne, wir hätten auch immer blenden können. Ich habe jetzt auch nie geblendet. Man kann auch blenden und dann Verband usen oder so. Ne? Habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal einmal, um auf immer sicher zu gehen hier an der Stelle. Ist auch immer noch eine Möglichkeit. Ne, wenn ihr genug Blendungspulver dabei habt, warum nicht? Das ist ja schön am Schurken, ne? Man kann immer relativ gut sich wieder erholen. Wenn man mal Fehler macht. Oh, und eine graue Waffe noch. Das war doch noch schön gerade hier. Wo ist sie denn? Ah, hier. Ja. Mal 1,30 so, ne? So, hier haben wir den Mushroom. Deswegen, jetzt killen wir den. Damit wir hier looten können. So, da. Evasion, Mini-Evasion an und Damage reinpumpen. Gar kein Problem hier. Die Klaue ist auch einfach so geil von der Optik, ne? Alter, ey. Das war echt eine gute Entscheidung, darauf zu rollen, Leute, ey. Das sag ich euch. Vorher hatte ich immer hier Brutality Blade in der Mainhand. Auch eine schöne Waffe, aber halt eigentlich eine Offhand-Waffe eher, ne? Will man nicht unbedingt in der Mainhand haben. Habe ich auch überlegt, ob ich die in die Offhand tue, aber habe mich dann doch für den Kern und Zahn entschieden hier. Hat beides Vor- und Nachteile. Gut. Mushroom nehmen wir noch mit. Und dann sind wir eigentlich durch. Ich gucke gerade noch mal. Ich glaube, wir haben hier nichts mehr, ne? Keine Mushrooms haben wir alle. Auch kein Gromsblatt. Den nehmen wir auch nicht mehr mit jetzt. Wie gesagt, wir sind eh schon ein bisschen late. 5 Minuten überzogen ungefähr. Aber wie gesagt, ich will es nicht nochmal erwähnen. Ihr wisst Bescheid. Und ich gehe jetzt aus der Inni. Hier kommt auch nichts mehr. Damit haben wir 1 Stunde Diamol East Solo Farmen mit. Nein! Oh, jetzt habe ich das gelöscht. Egal. Ihr habt einen Screenshot gemacht. Haltet das Video einfach an. Das war ungefähr 1 Stunde und 6 Minuten. Und wir porten uns mal nach Stormwind und gucken, wie viel Gold wir in 1 Stunde gemacht haben. So, wir sind jetzt hier in Stormwind angekommen und werden mal schauen, wie viel Gold wir jetzt hier genau gemacht haben. Also, wir haben ja am Anfang mit 600 Gold quasi gestartet. Das heißt, 4 Gold haben wir schon, oder 4 Gold 92 haben wir schon rein Gewinn gemacht von den Viechern so an sich. Verkaufen wir mal die ganzen Sachen, die ich nicht ins AH oder anderweitig irgendwie verwenden möchte, um die weiter zu, also um die weiter zu verkaufen. Natürlich auch die grauen Sachen können auch alle weg. So, und dann sind wir schon bei 608 Gold. Das heißt, 8 Gold haben wir schon mal dadurch gemacht. So. Dann machen wir mal von unten weiter. Und zwar fangen wir an mit dem Groms Loot. Blatt. So, da gucke ich gerade mal.
Mit dem Angelzeig 17 Stück sind 8 Gold wert. Ihr seht hier, ja, 20 Stück gehen hier bei uns so im Schnitt für 9 Gold weg. Das heißt, kann man hier, ja, 8 Gold machen wir mal plus 8. So, sind wir schon mal bei 16 Gold angekommen. So, und die machen wir schon mal hier oben rein. So. Dann haben wir 12 mal Traumblatt. Wie gesagt, ist natürlich immer von Server auch ein bisschen verschieden. Aber ich denke, ihr bekommt einen guten Eindruck. Ein Stack ist hier ungefähr 20 Gold, also 1 ist ungefähr 1 Gold wert. Dementsprechend, das stimmt nicht, ne, die Makros-Anzeige hier. Diese 12 Traumblatt sind auf Patchwork zumindest ungefähr 12 Gold. Ja. So, dann haben wir 15 Ghost Mushrooms oder Geisterpilze auf Deutsch. Hier ist einer, ne, ein Gold haben wir hier, 1,40. Ja, also im Schnitt würde ich sagen, 1,30 kann man vielleicht sagen. Die wird man eigentlich nicht unbedingt immer direkt los. Nur mal bis zu 2 Gold hier zum Teil. Sagen wir mal 1,40. Ja. Das heißt, wir hätten hier, wir merken uns mal gerade 28. 15 mal 1,4. So, was hatten wir? Plus 28. Wäre 49. So, dann haben wir zweimal Blindkraut. Gucken wir hier nochmal. Okay, ja, 80 Silber plus 0,8. Dann haben wir ein Sonnengras. Ja, ist jetzt irgendwie, ne, keine Ahnung, 10 plus 10 oder so. Ist nicht so wirklich relevant. Und auch die beiden hier, wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mit reinnehmen. Das ist einfach, ne, plus 0,5, dann ist scheißegal. So, dann haben wir 2 grüne Items und wir nehmen jetzt einfach mal den normalen Vendor-Preis. Das heißt, wir haben hier ungefähr, ja, 2 Gold 50 nochmal. Wie gesagt, wenn wir die hier quasi entzaubern würden, hätten wir halt die Chance auf die große Ewige. Ne? Alleine, wenn wir eine große Ewige bekommen würden, wären schon 7 Gold wert ungefähr. Ihr müsst auch immer darauf achten, manche Items kann man auch gut verticken. Ja, immer zum Beispiel bei Stoffträgern Ausdauer und Int oder so, geht immer gut weg, aber ist jetzt quasi hier nicht der Fall. Dann haben wir zweimal Teufelsstoff, geht bei uns auf dem Server für ungefähr, ja, 2 Gold, ja doch, 2 Gold kann man sagen, okay. Also plus 4 nochmal. Dann haben wir, ja, 1,5 Stacks Runenstoff bekommen. Ja, ein Runenstoff ist so 1,60, glaube ich, wollen wir 1,50 machen. Ja, 1,45, die machen einfach plus 2,5 nochmal, haben wir jetzt 60 Gold ungefähr, schon die Stunde. Jetzt hier diese Run-Tum-Knollen, wie gesagt, die gehen nicht so gut weg. Ihr seht, ich habe hier etliche noch im AH drin gerade, in meinem anderen Char, aber sind so, ja, ein Stack ungefähr, ja, 2,50 Gold. Keine Ahnung, sagen wir mal, sind wir mal pessimistisch, sagen wir mal plus 50 Silber noch, aber 59 Gold, so 3 Eisenerz, ist auch nicht so mega viel wert, na gut. Ah, plus 1,2, so. Dann, wie gesagt, die waren halt so ein bisschen unlucky, beziehungsweise das heißt unlucky. Okay, plus nochmal 1 Gold. Also, es verzerrt natürlich so ein bisschen das Bild, dadurch, dass wir jetzt hier quasi den Wille enchant haben. Moment, habe ich den gerade? Gut. Ne, okay, also das war quasi ein Gold hier, okay. So. Und die Winterzwirnhose ist dann nochmal 3 Gold wert. Okay, bloß 3. So, ja, wir kommen jetzt hier auf 65, ne, wie bereits erwähnt. Wenn wir den reinen Vendor-Wert nehmen von grünen Items, kommen wir immer auf die 65 Gold. Und wenn wir disenchanten und dabei ein bisschen Glück haben, das werde ich halt auch machen, dann kommen wir auf 70 Gold ungefähr. Und was ihr auch nicht vergessen dürft an der Stelle, ich bin ja mit meinem Twink Alchi. Ne? Das heißt, ich stelle ja den Ghost Mushroom, den stelle ich ja nicht einfach ins AH rein, genauso wenig wie Traumblatt. Ne? Nein,
Der Ghost Mushroom wird umgewandelt in Tränke und so weiter, genauso mit dem Traumblatt. Das heißt, da geht überall nochmal und Grumsblut auch. Da mache ich die Wuttränke, hier mache ich die Shadow Damage Tränke, die kann ich sehr empfehlen, braucht jeder Warlock. Und Traumblatt, da macht man auch ja, Naturschutztränke mit und also viele andere Dinge. Das heißt, hier geht überall nochmal ein bisschen Marge drauf, wenn ihr einen Alchi-Trink habt, mit 300 Alchi, wo ich die hinschicke. Und dann bin ich dann auch schnell mal bei 75 oder 80 Gold die Stunde, ne? Das hängt immer ein bisschen davon ab. Ich würde aber auch sagen, in den Runs, die wir heute gemacht haben, hier live auf YouTube, waren wir etwas unlucky. Wir haben relativ wenige graue Items und relativ wenige grüne Items gehabt. Da habe ich eigentlich immer noch so ja, zwei, drei mehr gehabt. Vom Gefühl her. So, Leute, das war quasi dann hier eine Stunde Gold grinden mit Defiler. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gerne mal eure Meinung zu der ganzen Geschichte in die Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch das ein oder andere Goldstückchen in der Innie verdienen könnt. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüssi!